Moin zusammen, heute zeige ich euch eine radikale Methode, wie ihr einen verstopften Abfluss sehr schnell und sofort wieder frei bekommt. So, dieser Abfluss ist nicht verstopft. Ich habe das jetzt gerade nur mal so als Beispiel genommen. Das war aber der bei mir verstopft war. Da lief das Wasser nämlich überhaupt nicht mehr ab. Schon seit Jahren eigentlich immer wieder sehr, sehr zögerlich. Als allererste Wahl sollte eigentlich immer sein, einmal hier unten den Siphon abzubauen und den dann einmal gründlich sauber machen. Meistens hängt es nämlich daran, dass hier in irgendeinem Knick irgendwas Großes drin hängen geblieben ist. Und das lässt sich ganz leicht auch beheben. Und der lässt sich auch ganz leicht abbauen. Das zeige ich jetzt aber auch nicht, wie das funktioniert. Man schraubt den halt oben auf oder wie im Badezimmer. Da kann ich euch ja auch gleich nochmal hinbringen. Das solltet ihr also als allererstes machen. Das ist das Umweltfreundlichste, was man überhaupt machen kann, bevor man anfängt mit irgendwelchen scharfen Mittelchen da zu arbeiten, was die Umwelt belastet. Badezimmer, Waschbecken, ganz einfach hier diese beiden Schraubverschlüsse abmachen. Ein Eimer unten drunter stellen, ganz wichtig. Den Siphon einmal abmachen, sauber machen. Wenn euch das ekelt, dann zieht euch Handschuhe an, ganz einfach. Oftmals ist hier drin die Verstopfung und das lässt sich dann ganz leicht einmal sauber waschen. So, sollte die Verstopfung weiter hinten in dem Rohrsystem sein, wie es bei uns jetzt hier der Fall war, und das hier nichts gebracht hat, dass ich das Siphon abgebaut habe, ich habe das alles sauber gemacht, Wasser lief trotzdem nicht ab. Musste Klempner her. Also das musste dann irgendwo hier in den Rohrsystem, irgendwo hier so lang geht das Rohrsystem, da hängen. Also Klempner ist gekommen, hat hier rein einen Schlauch. Also er arbeitet nicht mit Spirale, sondern mit einem ganz normalen Gartenschlauch. Ist also bis hier hinten an die Ecke gewesen und hat die ganze Zeit Wasser durchgesprüht. Und es lief trotzdem nicht ab. So, dann hat er eine Methode angewandt, die so einfach ist wie auch absolut umweltfreundlich. Und dann lasst auch mal die Finger von diesen ganzen scharfen Mitteln, die alles andere als gesundheitsfördernd sind. Er hat einfach das Ding hier aufgemacht. Richtig viel Spülmittel hier reingemacht. Ja, Hälfte hat er ungefähr reingehauen. Hälfte Spülmittel. So, und ihr sollt es kaum glauben, damit funktioniert das wirklich. Das ist so einfach. Eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, auch logisch. Das nehmen Klempner übrigens auch ganz gerne, um Rohre zusammenzustecken als Gleitmittel. Heißwasserhahn aufgedreht. Volle Pulle Heißwasser. Waschbecken voll laufen lassen. So, ich lasse es jetzt nicht ganz voll laufen, weil er hat sich nämlich auch die Flossen verbrannt. Er hat es nicht geschafft, die reinzupacken. Musste dann letztendlich eine Zange nehmen, um den Stöpsel wieder zu ziehen. Also so voll wie es geht. Im Waschbecken auch oder Badewanne oder whatever. Dann hat er das Ding gezogen. Es lief nicht ab. Es lief nicht ab. Es lief nicht ab. Es lief nicht ab. Und dann ging auf einmal, hat man richtig gehört, Flumpf gegen das richtig, hat sogar richtig hinten in der Wand, hat man das richtig gehört, wie sich das gelöst hat. Der Propfen, der da drin war. Und es ist alles sofort durchgegangen. Das ist so ein Klempner-Trick, sagt er. Im Prinzip hat er nichts anderes gemacht, als ein Gleitmittel genutzt. Ja, es wird alles glitschig, es wird alles glatt und irgendwann hat dieser Propfen oder diese Verstopfung, die da drin ist, keinen Halt mehr und löst sich und bapp, fliegt es weg. Also das war richtig krass, als ich das gesehen habe. Leider habe ich es nicht live mit gefilmt, da habe ich nicht dran gedacht, aber er war vor ein paar Wochen hier
Und ich dachte mir, Mensch, mit diesem ganzen scheiß Rohrkram und Natronlauge und Zitronensäure und Essig, das hilft ja alles nichts. Wenn es so einen dicken Tropfen ist, den löst er nicht komplett auf. Das geht gar nicht. Im Gegenteil, da macht man es noch viel schlimmer. Umweltfreundlich vor allen Dingen auch noch mit dazu, wo ich ein sehr großer Fan von bin. Und diesen Trick, diesen Klempner-Trick, den wollte ich euch jetzt einmal zeigen, weil fiel mir jetzt heute ein, Mensch, macht doch mal ein kurzes Video, wie einfach doch das Ganze ist. Wenn ihr nochmal sehen wollt, wie andere Mittelchen, die so benutzt werden, eben nicht funktionieren, dann sucht mal Abfluss verstopft und nehmt das Video von NDR. NDR hat da so mit Stiftung Warentesten, glaube ich, war das einmal so einen Test gemacht. Da kann man das Ganze sehr schön beobachten. Auch Pümpel oder sowas in diese Richtung würde ich auch nicht empfehlen, weil durch diesen Unterdruck rüttelt ihr nachher die ganzen Rohre los. Und da habt ihr noch mehr Ärger als alles andere, wenn die Rohre auch noch undicht sind. Also, dieser Geheimtipp, der funktioniert wirklich sehr gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Leute!